Und hier ist der Mann, der bei Vulkanen das Rauchverbot durchsetzt. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück. Am Sonntagabend, direkt nach dem Fußball, sind wir wieder dran mit neuen unglaublichen Geschichten. Und auch wir haben hier ein Erfolgsteam am Start, meine Damen und Herren. Unser Rateteam, Bernhard Hoeker, guten Abend. Guten Abend. Im Sturm, Hubertus Meyer-Burkhardt. Stefanie Stumm. Und Vincent Weiß. Guten Abend. Und wir haben uns viel vorgenommen für den heutigen Abend. Wir wollen Sie bestens unterhalten. Wir werden Ihnen wieder unglaubliche Geschichten präsentieren. Ihnen einiges an die Hand geben, was Sie schon morgen weitererzählen können. Vergessen Sie aber bitte nicht zu sagen, wo Sie es herhaben. Unser erster Gast heute Abend, herzlich willkommen. Hier ist Ulla Lohmann aus Hohenschäftlern. Mhm. Hallo Ulla, guten Abend. Hallo. Mhm. Diese erste eingehende, intensive Musterung muss man über sich ergehen lassen, ne? Weil unser Rateteam versucht natürlich jeden Strohhalm zu greifen, um am Ende vielleicht auf die richtige Geschichte zu kommen. Jeder hat wieder 45 Sekunden Zeit, Ulla und allen anderen Gästen seine Fragen zu stellen, die ihr nur mit Ja und Nein beantworten werdet. Für jede überstandene Runde gibt es 200 Euro, 1000 Euro können es am Ende werden. Ja? Alles klar. Ihr seid bereit? Klar. Dann starten wir mit der ersten Geschichte, mit der Geschichte von Ulla. Hier kommt sie. Oh, das ist ja, eieieiei. Also heiter ist das nicht. Eieiei. Sport. Ja. Sport. Ja, Sport. Die Geschichte ist wieder ausgeblendet. Die haben angefangen, die haben Muskelkater bekommen beim Lesen. So, Bernhard, es geht los. Du bist bereit? Ja, aber natürlich bin ich ja, bereit. Ja, es fehlt nur noch der Ratehinweis. Und der lautet, andere Frauen erleben das erst in den Wechseljahren. Oh, was heißt das? Das ist, Ich grüße ganz herzlich. Suchen wir dein Hobby? Nee, hat das mit deinem Hobby zu tun? Nein. Ja. Suchen wir deinen Beruf? Auch nicht. Suchen wir ein Ereignis, was dir widerfahren ist? Ja. Ist dir ja. Dieses Ereignis also wirklich zufällig passiert? Jetzt nicht im Zuge der Arbeit oder des Hobbys? Nicht zufällig. Nicht zufällig. Du wolltest das? Ja. Das hast du angestrebt? Ja. Ist es etwas Sportliches? Okay, ja, das ist mir zu wenig, auch. Ja. Ist es ein Rekord? Ja. Ja. Sammelst du etwas? Nee. Warst du an einem bestimmten Ort? Ja. Als Erste zum Beispiel. Ja. Ist dieser Ort relevant? Ist er in Europa? Hm? Hm? Verdammt! Ja, doch, sag noch, ja. Hm? Ja, nein. Nicht in Europa. Nicht in Europa. Hier sind die ersten 200 Euro. Und Hubertus folgt. Also, Sie haben Hohenschäftler verlassen, um diesen Rekord zu machen. Es ist nicht in Europa, es ist in Afrika. Waren es jetzt zwei Fragen? Hm? Es ist eine zweite Frage. Wir sind hier ganz schnell. Also ist es ja, ja. Ist es in Afrika? Nein. Asien? Nein. Australien? Nein. USA? Nein. Lateinamerika? Nein. Irgendwo muss es doch sein. Okay, ich habe etwas vergessen. Nein, also sie hat irgendwie einen Rekord aufgestellt in einem Erdteil, den es gar nicht gibt. Das ist so. Ja, offensichtlich hast du nicht alle. Hm? Also du hast nicht alle. Kontinente. Also wie auch immer. Geh doch mal die Kontinente durch. Also, waren Sie in Gefahr? Nein. Jein. Sind Sie in die Nein, Luft? War schon nicht ungefährlich. Sind Sie in die Luft gegangen? Nein. Nein. Ich habe das vergessen. 400 Euro. Unsere Gäste antworten nur auf die Fragen, die ihnen auch gestellt werden. Das ist ein sehr altmodischer Ansatz. Ja, wirklich. So, ich bin gespannt, Stefanie. Wechseljahre. Waren Sie in einer trockenen Wüste? Nein. In der Hitze? Hat es was mit Hitzewallungen zu tun? Ja. Ja. Also Sie haben es ja geschwitzt. Geschwitzt haben Sie. Sie haben Sport in der Hitze gemacht. Also,
Nein. Ja, jein, jein. Ja. Also frag mal weiter. Ja. Also, was? Okay. Haben Sie etwas, also haben Sie ein Fahrrad dazu gebraucht? Ein anderes Gerät dazu gebraucht? Ein Fahrrad? Irgendein anderes Gerät? Ja. Ein sportliches Gerät? Also Equipment war dabei. Equipment. Sind Sie wandern gegangen? Ja. Ja, das ist... Ja. 600 Euro. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich bei Null anfange. Okay, Ulla, hat es was mit Eis zu tun? Nein. Gut, dann ist man nicht auch wieder, ich dachte jetzt gerade irgendwie, ja, mit Kälte, mit heiß-kalt, heiß-kalt, irgendwie Gletscher. Hat es mit Höhe zu tun, mit Höhenmetern? Nee, eigentlich nicht, das gesuchte Ereignis mit nicht. Mit Tiefenmetern, hat es mit der Tiefe zu tun? Ja. Sie haben, also sind Sie in eine Höhle gegangen? Nein. In eine Spalte, in eine Erdspalte? Nein. Nee, aber Sie sind in ein Loch? Ja. In ein Loch, okay. Ein tiefes Loch. Und dort drinnen war es sehr kalt. Nein. War sehr heiß. Es war sehr heiß. Eine Sauna. Eine Sauna? Nein, eine Sauna. Eine natürliche heiße Erdspalte. Keine Spalte? Ein natürliches Erdloch, was sehr warm ist. Ja. Sie sind, zum Teufel. Ja, ja. 800 Euro, oder? Ich glaube, dass Sie Vulkan forschen. Ja, Vulkan. Das ist eine Vulkanologin. Du bist so heiß wie ein Das ist der Ätna. Finde ich total gut. Geologin, und sie ist da reingekrabbelt. Ja. Und vielleicht war sie auf dem höchsten Vulkan oder sie war die erste, die bei einem Vulkan war. Und es war, jetzt haben wir es, nicht Europa, nicht Asien, nicht Australien. Es war nicht kalt, also auch nicht die Antarktis. Du hast nur nach der USA gefragt, nicht nach Kanada, aber da gibt es keine Vulkane. Das ist doch kein Erdteil, Kanada. Das ist ein Land. USA auch nicht. Aber Nordamerika. Schreib mich nicht an. So, deshalb bin ich bei Polynesien. Feuerring. Vulkane quer über den Pazifik. Hä? Na? Wieder in den Wechseljahren fängst du an zu schwitzen. Und also sag. Das wäre so mein Tipp. Jetzt ja, dann. Frage, was ist der Rekord? Sie, ich sag einfach mal, okay, du warst auf dem, die erste und damit auch auf, also auf dem höchsten Vulkan Polynesiens. Des Feuerrings. Nein. Oder drin, wegen Equipment. Ulla, du warst auf alle Erdteile, die einen Vulkan haben. Du hast jeweils den höchsten Vulkan aller 5 Erdteile bestiegen und bist rein im Rahmen deiner Forschung. Du hast alle die 5 höchsten Vulkane der Erde besucht. Bestiegen. Aber du zögerst. Ich merke, ja, es ist nicht zögerst. Das gesuchte Ereignis. Okay, Wechseljahre. In die Richtung geht's. Guck mal, wie Wechseljahre. Du warst auf einem Vulkan, der seitdem du da warst, keine Lava mehr spuckt. Nein. War das jetzt ein Tipp, oder wie? Ja, das war mein Tipp. Okay, dann würde ich sagen, mit dem Vulkan sind wir schon mal ganz richtig. Das ist aber nicht um die 5 Größten, sondern, Ulla, du bist die den größten Vulkan aber am tiefsten hineingeklettert ist, weil es ja um die Tiefe ging, um die Höhenmeter nach unten. Also du bist in den tiefsten Vulkan hineingeklettert, den es gibt, und das ist der Rekord. Als tiefstkletterndste Person des Vulkans. Ich glaube, Ulla, das müssen wir gelten lassen. Wow. Das ist richtig! Ja, Ulla ist als erste Frau in einen 600 Meter tiefen Vulkan hineingestiegen, ja, um dort zu einem wirklich brodelnd heißen, 1200 Grad heißen Lavasee zu gelangen. Warum? Weil es ja schön warm ist. Das wäre mir völlig egal, ich würde damit. Ja, und weil es natürlich unglaublich spannende Bilder davon gibt. Wo ist das Feuer? Ulla Lohmann aus dem bayerischen Hohenschäftlarn fühlt sich zu Orten hingezogen, von denen man sich besser fernhält. Wo ist die Glut? Als erster Mensch kletterte ich 600 Meter tief hinab in einen aktiven Vulkan zu einem 1200 Grad heißen, brodelnden Lavasee. Die
Die Leidenschaft für pulsierende Krater beginnt bereits in jungen Jahren. Als ich 8 war, hat mein Vater mich mit nach Pompeji genommen, wo ich zum allerersten Mal die zerstörerische Kraft vom Vesuv sehen konnte. Und seitdem wollte ich immer so einen aktiven Vulkan erleben. Mit 18 gewinnt die Geografin den Bundeswettbewerb Jugend forscht. Die 3000 D-Mark Preisgeld investiert sie damals in eine Weltreise. Ich bin über Nepal nach Thailand, nach Australien gekommen. Und da ging mir plötzlich das Geld aus. Aber ich wollte unbedingt in die Südsee und dort die Vulkane sehen. Und so landet die Weltreisende auf der Vulkaninsel Embrium, etwa 2000 Kilometer östlich von Australien. Dann stand ich endlich oben, habe den Schritt an den Kraterrand gemacht und in den Vulkan blicken können. Aber ich habe gemerkt, ich will weiter an die Lava ran. Der 1159 Meter hohe Ben Bow zählt zu den gefährlichen Magmaschleudern der Welt. Die Vorbereitung der Expedition dauert ganze 10 Jahre. Zum Team gehört mittlerweile auch Ehemann Basti. Wenn man was plant, was noch niemand gemacht hat, ist die Planung natürlich insofern kompliziert, weil man keinen fragen kann. Man muss sich das also alles ausdenken. 2015 ist es endlich soweit. Die Expedition ins Innere des Höllenschlunds kann beginnen. Ausgerüstet mit hitzebeständigen Schutzanzügen und Spezialkameras seilen sich die Forscher 600 Meter tief hinab in den Krater. Da unten, da bebt die Erde, es ist ohrenbetäubend laut, die Gase stechen in der Nase und es ist so heiß. 1200 Grad ist die Lava und diese Fontänen aus dem See, die spritzen 70 Meter über meinen Kopf drüber. Das ist genau so, wie man sich die Hölle vorstellt. Aber für mich ist es tatsächlich der Himmel auf Erden. Die Frau, die alles riskiert und nichts anbrennen lässt, Ulla Lohmann. Ulla, ich habe bisher in diesem Zusammenhang immer verstanden, dass die Gase, die da auch schon zum Teil auch giftig sind. Also muss man sich da speziell schützen, wenn man dann wirklich runtersteigt in den Krater? Gegen das giftigste Gas, das Kohlenmonoxid, da hilft eigentlich nichts. Braucht man ein Messgerät, das hoffentlich dann rechtzeitig anschlägt, dass man sich noch in Sicherheit bringen kann. Okay. Ja, und die Hitze, da gibt es tatsächlich Materialien, die einen dann so weit schützen, dass man das aushalten kann. Genau, sieht so silbrig aus wie der Geldsack hier. Mhm. Ist nicht ganz so angenehm, weil man unten drunter total schwitzt. Mhm. Aber wenn man ganz nah zu diesem Lavasee geht, dann braucht man das. Mhm. Und wie lange wart ihr dann am Ende da unten? Wir waren jetzt schon mehrmals unten und bei dem ersten Versuch waren wir, glaube ich, 8 oder 10 Stunden. Aber die Zeit verging so schnell. Aber auf der anderen Seite war es auch eine Ewigkeit, weil diesen Moment, die Erde so zu erleben, diese Kraft der Erde, das ist unvergesslich. Wann ist die nächste Expedition geplant? Also im Juli. Und da geht auch ein ganz großen Teil von dem Geld hin, weil in Vanuatu war ein ganz schlimmer Zyklon. Die Menschen brauchen dort unsere Hilfe. Die sind vom Klimawandel bedroht. 2 Zyklone und 1 Erdbeben innerhalb von ein paar Tagen hintereinander hat denen die Insel zerstört und deswegen ist es jetzt wirklich sehr, sehr, sehr toll. Vielen Dank. Also wir freuen uns, dass wir auch da helfen können, einen kleinen Beitrag leisten können. 800 Euro sind es geworden. Ulla, herzlichen Dank für den Besuch. Sehr spannende Geschichte. Ulla Lohmann aus Hohenschäftlern. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast. Der kommt aus Österreich. Herzlich willkommen, Erich Stekowitsch. Servus, Erich. In diesem Falle startet Hubertus. Aber hier ist die Geschichte für Sie zu Hause und unser Publikum hier im Studio. Chancenlos wahrscheinlich. Ich verstehe nicht. So ein Handwerk. Aua. Ja, sowas. Irre. 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 Einblendung ist raus. Ratehinweis lautet, Erich wählt nie die Grünen. Erich, lieber Erich, guten Abend. Unser Publikum hat Horror gesagt. Sie haben einen Rekord aufgestellt. Ja. Ja. Hat der was mit Kraft zu tun? Nein. Hat er was mit Geschicklichkeit zu tun? Nein. Ist es eine Sammlung? Ja. Sie sammeln, Sie haben von irgendetwas die größte Sammlung, ich sage mal, der Welt? Ja. Ja. In dieser Sammlung kommt aber Grün nicht vor? Nein. Ja. Hat,
Hat es also etwas, kommt schon vor. Ja. Kommt schon vor. Hat es etwas mit Österreich zu tun? Ist es was landsmannschaftlich Österreichisches? Nein. Nein, das muss könnte in Hamburg genauso sein. Jemand? Ja. Okay. Sie sammeln etwas aus, ich frage mal Material, aus Holz? Nein. Hat es unterschiedliche Materialien? Nein. Metall? Nein. Glas? Nein. Die ersten 200 Euro, Erich. Und es geht mit Stefanie weiter. Hat das was mit Gummibärchen zu tun? Nein? Nein. Hat das was mit Schlümpfen zu tun? Nein. Mit den Minions? Nein. Hat das was mit Figuren zu tun? Nein. Hat es was, sind es Gebrauchsgegenstände? Nein. Haben wir das zu Hause vielleicht auch? Ja. Und gibt es das im Haushaltsbedarf? Nein. Haushaltsbedarf, nein. Hat es was mit Haargummis zu tun oder Gummis? Nein. Mit Kondomen? Nein. Erich wählt nie die Grünen. Ja, wer weiß. Kann man es essen? Ja. 400 Euro. Also, Erich, Sie sammeln Lebensmittel. Ja. Okay, handelt es sich um Fleisch? Handelt es sich um Fleisch? Sammeln Sie Fleisch? Nein. Das müssen wir vermeiden. Also gibt es kein, also ist es nicht explizit ein Lebensmittel, das Sie sammeln, sondern es ist... Das ist eine sehr schwierig gestellte Frage, die musst du anders stellen. Okay, handelt es sich um diverse Lebensmittel? Nein. Nein. Wir suchen ein explizites Lebensmittel, das Sie sammeln. Ja. Handelt es sich um Lebensmittel, die man im Wald findet? Eher nicht. Pilze? Nein. Okay. Wird das Lebensmittel angebaut? Ja. Wächst es unter der Erde? Nein. Wächst es an Bäumen? Nein. Steht es auf der Weide? Nein. 600 Euro. Na, mal gucken. Ich habe den Film Grüne Tomaten gesehen. Sammelst du Tomaten? Ja. Hast du die größte Tomatensammlung der Welt? Ja. Hast du... Ach, das reicht noch nicht, okay. Du hast besonders viele, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Du hast besonders viele Sorten Tomaten. Ja? Ja. Wie viele? Sehr. Oder besonders, da möchte ich mich nicht festlegen. Ja, ja, über 1000 Tomaten. Mehr als 1000? Ja. Mehr als 2000? Ja. Mehr als 5000? Nein. Mehr als 3000? Ja. 3500? Ja. Du hast 3500 verschiedene Tomatensorten bei dir. Komm, jetzt bringst du mal einen Satz. Erich hat 3500 Tomatensorten in seinem Garten und damit hat er die größte Tomatensammlung weltweit. Das ist richtig. Yeah. War aber leider nach Ablauf der Zeit. Hubertus, du bist dran. Spargel? Spargel, ja. Wie hat das angefangen? Durch Zufall. Also es gibt einen Verein in Österreich, der sich um die Haltung alter vom Aussterben bedrohter genetischer Ressourcen angenommen hat. Und das ist die Achenoa. Die haben einen Sortenversuch gemacht bei uns mit 73 verschiedenen Sorten. Weltweit gibt es 300.000 verschiedene Sorten an Tomaten. Ja. Dann schauen wir doch mal, wie es bei Erich aussieht mit über 3.000 verschiedenen Tomatensorten. Gargamel, lachender Wurm oder gelbe Banane? Erich Stekowitsch aus dem österreichischen Burgenland hat keine Tomaten auf den Augen, sondern im Herzen. Ich baue weltweit mit 3400 die meisten unterschiedlichen Tomatensorten an. Der studierte Theologe ist bis zu seinem 35. Lebensjahr als Religionslehrer tätig. Dann hat er eine schmackhafte Erleuchtung. In Österreich sagt man ja nicht Tomaten zu ihnen, sondern Paradeiser. Und das Wort Paradies kommt vom Wort Paradies. Und die Theologie ist dem Paradies, aber auch der Paradies sehr nahe. Also pflanzt der Österreicher kurzerhand um und wird zum Kaiser der Paradeiser. It's another day for you, need paradise.
Mein Kindheitswunsch war immer, Gärtner zu werden und Koch. Und ich habe mit diesem Beruf das zusammengefügt. Das heißt, wir bauen alte Sorten an und verarbeiten sie und kochen sie in Einweggläsern ein. Und das Ergebnis ist himmlisch. Auf den Feldern, nach der Ernte und im Glas. Nur eins bereitet Erich Bauchschmerzen. Ketchup ist für mich ein wahnsinniges Reizthema. Wenn man weiß, wie viel Zucker in einem Ketchup ist, sollte man davon nicht essen. Oder einfach Witze drüber reißen. Ey, kennt ihr den schon? Da gehen zwei Tomaten über die Straße und kommt ein Lastwagen und fährt die eine rüber und der andere sagt, come on, Ketchup. Zum Totlachen. Unser Tomatinator, Erich Steckowitsch. Erich, wenn ich jetzt zum Gemüsehändler meines Vertrauens oder auch in den Supermarkt gehe, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt eine gute Tomate kaufen will? Woran kann ich es erkennen? Geruch. Also eine harte Paradeiser kann niemals eine gute Tomate sein. Mhm. Am Geruch, es muss saisonal sein. Mhm. Das heißt, im Winter gibt es keine Tomaten, die gut schmecken können. Das hat eine kurze Saison. Mhm. Bei uns beginnt das so Anfang Juli und geht bis Ende Oktober. Das ist ein saisonales Gemüse und darauf sollte man achten. Und das Leichteste ist einfach, die Industrie hat einen Trick verwendet und verkauft die Tomate mit Rispen, weil die Rispen irrsinnig stark duften. Man sollte immer Tomaten ohne Rispe riechen. Und wenn die Tomate ohne Rispe riecht, dann kann man davon ausgehen, dass sie auch gut schmeckt. Dein Lieblingstomatengericht? Also wofür verwendest du Tomaten am häufigsten? Salat. Also nur aufgeschnitten, ein bisschen Fleur de Sel, ein gutes Öl, Basilikumblüten und fertig. Aber gibt es auch eine Lieblingstomatensorte? Viele. Also die Creme de la Creme ist natürlich die Ochsenherztomaten. Das sind die großen und die haben wenig Kerne. Ein schönes Fruchtfleisch. Deshalb auch, als du mich gefragt hast, ob es sich um Fleisch handelt. Ja, es gibt auch Fleischtomaten, ja. Ja. Wenig Kerne und ganz intensives Aroma. Okay. Aber Fleischtomaten auch für Vegetarier geeignet. Ja? Müssen wir schon dazu sagen. Ne? Ja. So, Erich, vielen Dank. 600 Euro sind es geworden. Super, danke. Ja, hat großen Spaß gemacht, sehr interessant. Danke. Grüße nach Frauenkirchen. Danke. Danke, dass du dabei bist. Ja? Danke. Ja? Erich Steckowitsch. Danke. Herzlich willkommen, Kevin aus Schwentinenthal. Kevin Höck. Stefanie beginnt gleich. Aber Kevin, auch hier, wir folgen dem Ablauf der Sendung. Erst gibt's für Sie die Geschichte. Oh, hat das Gefühl, ein Gewitter zieht auf. Oh. Gewitter zieht. Stephanie beginnt und der Ratehinweis lautet, Kevins Familie hat vielen zu ihrer persönlichen Stärke verholfen. Hi Kevin. Hallihallo. Hat das was mit Sport zu tun? Nein. Machst du etwas mit deiner Familie zusammen? Nein. Hat deine Familie irgendwas damit zu tun? Ja. Ist es eine Dynastie, aus der du kommst? Nein. Ist dein Name bekannt? Dein Nachname? Boah. Kann man kennen, muss man aber nicht. Ja, okay. Hat es was wirklich mit persönlicher Stärke zu tun, mit etwas Mentalem? Nein. Machst du das beruflich? Nein. Du machst es nicht persönlich. Wonach suchen wir? Ist ja ein einmaliges Ereignis? Suchen wir nach deiner Familie? Ja. Ja, okay, persönliche Stärke. Sind deine Eltern Therapeuten? Nein. Haben die ein Sportstudio? Nein. Die ersten 200 Euro, Kevin. Und Vincent. Kevin, hat deine Familie ein Lebensmittel hergestellt? Nein. Scheiße, ich dachte, es geht um so Mehl und Stärke und so. Ja, gut. Also hat nichts mit Essen zu tun. Richtig. Und suchen wir aber den Beruf oder die Tätigkeit deiner Familie?
Also nicht von allen. Nicht von allen? Deiner Familie. Ja, von deinem Vater. Nein. Von deiner Mama. Nein. Von deinem Urgroßvater. Ja. Also, okay, wir sind also minus 50 Jahre der Zeit, was er erfunden hat. Hat dein Urgroßvater was erfunden? Ja. Was erfunden? Und das ist kein Lebensmittel? Ja. Das ist ein Gegenstand? Ja. Der Gegenstand hat mit Technologie zu tun. Boah, ja. Ja, Technologie ist so. Ja. Lassen wir mal so stehen. 400 Euro für dich, Kevin. Bernhard ist dran. Also, dein Urgroßvater, der vor 50 Jahren gelebt hat, wie wir gerade gehört haben, hat etwas erfunden. Es ist ein Sportgerät? Nein. Ist es eine Trainingsmethode? Nein. Ist es etwas Sportliches? Nein. Ist es, hat es etwas mit Nahrung im weitesten Sinne zu tun? Nein. Hat es etwas mit einer, sowas wie Yoga, also so... Nein. Persönliche Stärke. Kann man es trinken? Ja? Ja. Kann man es trinken? Nein. Nein, nein. So. Aber es kann auch falsch sein. Persönliche Stärke. Man kann es nicht essen, man kann es nicht trinken. Ist es ein Verfahren? Medizin? So. Nein. So. 600 Euro. Der Kollege. Lieber Kevin, ich versuche jetzt was. Es gibt eine. Hat es was mit Wäsche zu tun? Nein. Also mit Wäschereinigung. Nein. Und es gibt diese Sprühstärke. Nein! Kevin, es hat was mit Wäsche zu tun. Nein. Schade. Ich war so sicher. Hat es was? Hat was erfunden. Hat es etwas zu tun mit. Also Sport hat es auch nicht zu tun. was kann ein Expander? Das wäre auch Sport. Nein. Ich weiß. in Schwentinthal. Hat es in Schwentinthal erfunden? In Schleswig-Holstein? Schleswig-Holstein ist richtig, ja. In Schleswig-Holstein hat es erfunden. Beate Use, du bist Nein. der... Kevin Use. Ja. 800 Euro. Du gärtest eine Frage in 45 Sekunden. Also. Ja, ich war so sicher, dass es die... Dass es ey, das fand ich so gut mit... So, kann man das nicht trotzdem... Es war so eine gute Idee, kann man es nicht trotzdem gärtern. Ich war so sicher, dass es diese... Er war mit einem Nein war heraus. So, also so, ganz kurz. Es so. Hat nichts mit Sport, Medizin, Moment, Essen Moment, und so zu Moment. Tun. Stefanie ist... Ist sie noch dran? Nee, wir können diskutieren. Nein, nein. Ja, schon, oh, ihr diskutiert, ich sag so gleich ready. Meinen Tipp. Stefanie ist so ready, die diskutiert gar nicht mit. Ich diskutiere nicht mit, ich sag gleich meinen Tipp. Ja, sagt mach, diskutiert mal. Vielleicht ändere ich meinen Tipp. Aber wenn man was weiß, aber man das... Wir müssen jetzt ja mitten aus dem Nichts den Gegenstand ja. erraten, den der Urgroßvater also, erfunden hat. Und zwar... Jetzt hast du dich aber weit aus dem Fenster gesehen. Menschen. So, gilt das dann schon als Tipp? Ich fange jetzt an. Ja, 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 mach. Sein Vater hat die erste Kaffeemaschine erfunden und da kann man dann, wo man einstellen kann, welche Stärke von Bohnen man den Kaffee haben möchte. Was eine gute Idee. Stefanie, das ist nicht richtig. Aber das ist eine super Idee. Super. Das ist eine super Idee. Wir haben schon zwei gute Ideen. Nimm mal da 200 runter, allein weil die Idee so gut war. Vincent. Kevins Urgroßvater hat Viagra erfunden. Und damit allen Menschen zu ihrer, also den männlichen Menschen, zu ihrer persönlichen Stärke verholfen, wenn diese mal gefehlt hat. Der Urgroßvater war es ja. Der Urgroßvater. Ja. Leider nicht. Dein Großvater hieß mit Nachnamen Richter. Und er hat die Richterskala erfunden, mit denen die Erdbeben ihre persönlichen Wert bekommen. Boah, was für Ideen. Also, sehr gute Ideen. Auch nicht schlecht, ja. Nein, leider nicht. Und was mit Wind vielleicht? Zu ihrer persönlichen Vokal? Stärke. Dein Großvater, Kevin, ihr Großvater, ist der Erfinder, dass wir nicht da viel früher drauf natürlich gekommen nicht. Sind, das war des deutschen Sportabzeichens. Nein, also auch dieser Tipp geht ins Leere. Kevin, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Kevin ist der Urenkel von Heinrich Wölk und ich sag nur so viel. Oh Gott, Sehstärke, Brille. Oh. Sein Uropa oh. hat die Kontaktlinse erfunden. Ach, verdammt, das hätten wir rauskriegen können. Ja. Komm bloß nicht meiner Ehefrau zu nahe. Jeden Morgen sucht sie auf dem Badezimmerboden. Ja, weil die Mutter war Orthopädin und die wollte was verdienen. Richtig. Ja, geil. Kevin, ja, Kontaktlinse. Aber für viele Menschen wirklich eine Erfindung, die ihr Leben
zum Positiven. Oh, super. Sind wir denn darauf nicht? Schlecht. Besser. Perfekt. Dank ihm hat Kevin Wölk aus Schleswig-Holstein heute den Durchblick. Mein Urpa, Heinrich Wölk, 1947 die moderne Kontaktlinse erfunden. Durch ansehnliche Selbstversuche mit Wachsplättchen schafft es der Pionier vom persönlichen Leid zur ersten Linse aus Plexiglas. Mein Urpa hat die moderne Kontaktlinse erfunden, weil er selbst stark weitsichtig war. 8 Dioptrien hatte er und sich selbst mit Brille überhaupt nicht leiden mochte. Und dementsprechend hat er nach einer Lösung gesucht, womit man das Ganze dann verbessern kann. So entsteht die erste formstabile Kontaktlinse der Welt, die nur die Iris bedeckt. In der privaten Gartenlaube. Man mag vielleicht vermuten, dass er ein Wissenschaftler oder ähnliches war, aber das war er nicht. Er war ein Tüftler und hat dann tatsächlich aus anderen Bereichen sich bedient, andere Gerätschaften benutzt, zum Beispiel eine Uhrendrehmaschine, und hat damit dann die ersten Kontaktlinsen gefertigt. Die heimische Idee wird zur Weltfirma, die noch heute erfolgreich forscht und produziert. Und der mit dem Bundesverdienstkreuz dekorierte Gründervater ist bei allen immer noch beliebt. Heinrich Wölk ist ein unglaublich liebenswerter Mensch gewesen. Er hat erfunden und er hat das, was auf seinem Zettel stand, auch entsprechend in den Werkstätten realisiert. Auch wenn Kevin selbst nicht in die Fußstapfen seines Uropas getreten ist, behält er beruflich in seinem Fenstermontagebetrieb ebenfalls den Durchblick. Ich habe ihn leider nicht kennenlernen dürfen, aber ich danke ihm auf jeden Fall für seine Weitsichtigkeit, dass er diese Erfindung ins Leben gerufen hat und damit vielen Menschen auf dieser Welt und auch mir natürlich ein leichteres Leben ermöglicht. Dank der durchsichtigen Erfindung seines Urgroßvaters Heinrich sieht er nämlich trotz 4 Dioptrien auch ohne Brille gestochen scharf. Kevin Wölk. Spannende Familiengeschichte. Kevin, gibt es bei euch familienbedingt ein Brillenverbot in der Familie oder gibt es jemanden, der sich da widersetzt? Also ein Brillenverbot gibt es definitiv nicht, aber ich mag mich persönlich, so wie mein Uropa, halt mit Brille überhaupt nicht leiden. Mhm. Und dementsprechend, als für mich klar war, dass ich eine Sehhilfe brauche, kam für mich da nur die Kontaktlinsen in Frage. Hast du jetzt noch irgendeinen Tipp für Kontaktlinsenträger, die das Leben noch leichter macht? Brillenträger gegenüber würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Kontakt zu Kontaktlinsen mal herzustellen, weil es doch einfach im Alltag eine immense Erleichterung ist. Mhm. Kevin, Grüße an die ganze Familie. Danke. Danke für die spannende Geschichte. 1000 Euro nimmst du mit. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Kevin Wölk aus Schwentinenthal. Herzlich willkommen, Marie-Louise Schernack aus Hamburg. Hallo. Vincent Weiß fängt an. Kennst du Vincent? Natürlich. Mm. Wow, nicht? Ja, sehr gut. Das ist die Geschichte von Marie-Louise. Oh. Nee, das war aufgesagt. Also heiter klingt das nicht. Eher beeindruckend. Also, ja. Wir haben die Geschichte wieder ausgeblendet. Der Ratehinweis lautet: Marie-Louise ist ein großer Fan von Peter Altmaier, aber nicht von Manuel Neuer. Kann man schon mal sacken lassen, ne? Ja. Fußball würde ich direkt an die Beine leiten. Ist auch eine kreative Leistung, ne? Aber ich kenne beide. Okay. Kenne ich beide. Marie-Louise, suchen wir Ihren Beruf? Weniger. Wenig. Hat auch was damit zu tun. Aber mit Ihrem Beruf zu tun. Hm? Okay. Suchen wir ein Ereignis, das in Ihrem Beruf passiert ist. Ja. Ja, ist schon ein Ereignis, ne? Ja. Ist das Ereignis schon lange her? 10 Jahre, mehr als 10 Jahre. Mehr als 20 Jahre. Mm. Mehr als 15 Jahre. 15 Jahre? Mm. 15 Jahre. Nein. 20 Jahre? Mehr als 20 Jahre. Ja. Dann lass ihn ruhig weitermachen. Ja. Mehr als 20 Jahre. Mehr als 30 Jahre. Weil dann wäre ich langsam raus. Ja. Nee, lass ihn doch weitermachen. Aber schon ja. Ja, okay. Ach so, mehr als 50 Jahre.
60 Jahre? Nein. Nein, 50 Jahre. Ungefähr 50 Jahre her. Oh Gott, jetzt sind nicht viel. Du hast es. Jetzt hab ich's. geht es um Sport? Nein. Mehr als 50 Jahre. Die ersten 200 Euro. So, ist dir etwas, ist dir ein Ereignis widerfahren? Na, widerfahren kann man nicht sagen. Nein. Warst du an etwas beteiligt, an einem historischen Ereignis? Ja. Hat da eine prominente Person damit zu tun? Nein. Aber ein historisches Ereignis Ende der 60er Jahre. Ist es ein politisches Ereignis gewesen? Ein sportliches Ereignis auch nicht? Ein gesellschaftliches Ereignis? Nein. Hat es was mit Kunst zu tun im weitesten Sinne? Nein. Nein, da müssen wir verneinen, weil sonst... Gut. Ja. Okay, es geht hat nichts mit Kunst zu tun. Warst du selber Teil... Hat man dich da gesehen? Gibt es Bildmaterial davon? Ja. Ja. Ich 400 Euro. Hubertus. Marie-Louise, würde ich Ihren Nachnamen kennen, wäre das hilfreich? Czernak. Ach, Czernak. Ich habe es nicht gehört, sorry. Peter Altmaier, hat das irgendwas mit der Körperfülle von Peter Altmaier zu tun? Nein. Und hat Manuel Neuer irgendetwas, würde uns das helfen, mit dem Fußballsport zu tun? Nein. Mit dem Fußballsport hat er was zu tun? Nein, ja, aber... Die Situation. Ist mir schon klar. Ein Ereignis. Waren Sie bei dem Ereignis gefährdet? Nein. Haben Sie das Ereignis angestrebt? Ja. Ja. Hat eine andere, du hast schon gefragt, eine andere Person eine wesentliche Rolle gespielt? Ein Mann beispiel, ein prominenter Mann? Nein. 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 Hat ein Kind eine Rolle gespielt? Nein. 600 Euro. Ja. Wurde es im Fernsehen übertragen? Nein. Nein. Okay. Es ist was Berufliches. Ja. Ist es ein... Trotzdem für Sie ein privates Ereignis gewesen? Nein. Sie haben... Waren Sie die Erste? Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Die Erste? Aha. Okay, in welchem Bereich? Es ist nicht Politik. Es ist nicht Sport. Medien? Nein. Erziehung? Schulsystem? Irgendwas? Gott. Die Erste, die... Haben Sie was erfunden? Ja. Im weitesten Sinn. Ja. Etwa im weitesten Sinn, das, was es heute noch gibt. Ja. Und benutzt wird von uns. Ja. Hm. 800 Euro. Okay, super, super, super. Vielleicht geht es ja um diesen Kontrast mit alt und neu, dass ich Fan von alten Dingen ist und kein Fan von neuen. Sie war die Erste, die alte Sachen wiederverwertet und kein Fan davon ist, neue Sachen zu kaufen. Vielleicht ist sie die Erfinderin der gelben Tonne. Ah, das wäre ich gerne. Vincent. Marie-Louise ist die erste Frau, die alte Dinge restauriert und alt lässt und schön lässt. Sie in Hamburg, also denke ich mal, gibt es die Hafennähe. Sie sind die erste Frau, die die alten Boote im Hafen restauriert und aber leider nein. Ah, gut. Nee, leider nein. Bernhard, was? Ihr werdet euch gleich wieder an die Köpfe schlagen. Ich kann es jetzt schon mal ankündigen. Sehr, sehr nett. Verdammt. Ich bin bei Alt macht neu, da bin ich bei Reinigung, bei Erfindung von irgendwie der Gardine mit der Goldkante. Super. Mal, was die alte Gardine, mach sie neu. Nein. Ich kann nur was probieren. Ich weiß wirklich, ich schlage mir gleich gegen den Kopf, aber ich probiere es. Restaurieren Sie Filme? Sind Sie eine Filmhistorikerin, die... Leider nein. Würde ich gerne. Hm? Aber die Zeit, Hubertus, Sie weiß, sie ist viel beschäftigt. Ja? Leider nein. Stefanie? Vielleicht ist sie die Erste, die alte Schuhe neu restauriert und alte Schuhe wieder verwertbar macht. Mhm. Auch nicht. Und wenn Sie immer Nein sagen, ist das nicht so auch hilfreich. Ich würde so gerne Ja sagen. Ja. Es klappt ja nicht. Marie-Louise, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Das ist echt gespannt. Ne? Juristerei oder so? Auch nicht? Das ist meine das ist meine erste Hand. Das ist meine zweite Hand. Stimmt. Marie-Louise hat vor über 50 Jahren hier in Hamburg
Alt und neu war perfekt, ne? Mag lieber die älteren Sachen und nicht so sehr die neuen. Hat vor über 50 Jahren hier in Hamburg den ersten Second-Hand-Laden eröffnet. Den ersten Second-Hand-Laden eröffnet. Ja. Ja, der erste Second-Hand-Laden, meine Damen und Herren, ist hier in Hamburg eröffnet worden. Und wo? Elegant, einzigartig, extravagant und dem Zeitgeist stets einen großen Schritt voraus. Das ist Marie-Louise Schernack aus Hamburg. Ich habe vor über 50 Jahren den ersten Secondhand-Modeladen in Deutschland gegründet und er existiert noch heute. Die Erfolgsgeschichte beginnt für das ehemalige Model in den eigenen vier Wänden mit einer Zeitungsanzeige. Kleinanzeige im Hamburger Abendblatt. Und jedes Wochenende haben wir dann dort unsere Sachen der Freunde und meiner Kollegin verkauft. Bald platzt das Wohnzimmer aus allen Nähten. Ein Laden muss her. Secondella eröffnet 1970. Hier schenkt Marie-Louise alten Stücken neues Leben. Für Kollegin Silke schon damals ein echter Fashion-Traum. Ich hatte noch nie so tolle Mode gesehen, so viele Designer, die ich aus den Zeitschriften kannte, und war begeistert über das ganze Konzept. Angesagte Designermode, rare Vintage-Stücke und exklusive Accessoires glänzen im Laden und später auch online. Denn wieder ist die Hamburgerin eine der ersten. Im Jahr 2000 startet sie als Pionierin der Mode ihre eigene Internetpräsenz. Noch bevor Prada und solche internationalen Firmen mit einer Website online gingen. Online und offline ist ihre Boutique der Hotspot für Modekenner und Prominente wie Hildegard Knef, Vicky Leandros, Heide Simonis oder Enfant Terrible Lilo Wanders. Secondhand zu kaufen und mit Secondhand zu leben ist ja mühsam, weil man nur immer Einzelteile hat, aus denen man aussuchen kann. Und man muss einen guten Geschmack entwickeln, um sich aus der Vielfalt seinen eigenen Stil zu suchen. Den hat sie definitiv. Eine echte Modepionierin eben. Marie-Louise Schernack. Marie-Louise, wie kommt ihr zu den Stücken, die ihr verkauft? Also tatsächlich haben wir inzwischen schon die dritte Generation von Lieferantinnen und Lieferanten, die uns die Sachen bringen. Also von der Großmutter über die Mutter, jetzt sind es die Enkel. Und natürlich bekommen wir auch inzwischen auch nicht nur aus Deutschland, sondern eben auch aus Europa Nachlässe oder schöne Sammelstücke. Und ja. Und ihr habt wahrscheinlich eine sehr individuelle Kundschaft. Sehr. Denn die suchen ja sicherlich nach dem Besonderen. Also wer kommt da so zu euch? Ja, ich würde sagen, alles, was Sinn fürs Individuelle hat, die kommen sehr gerne zu uns. Und mir macht es heute, wo ich nicht mehr im Laden arbeite, große Freude, so am Samstag zu kommen und ein Spiegelbild der Vielfalt zu sehen. Also es ist wirklich, selbst wenn man nichts kauft, es ist toll, die Frauen und Männer zu sehen, die so fantasievoll sich bekleiden. Aber natürlich muss man Lust haben zu suchen. Es sind 1.000 Euro gewonnen, dafür kriegt man sicherlich auch bei Ihnen ein bisschen was. Geburtstagsfeier oder Sommerfest oder so, mal sehen. Ja, wird ein bisschen was draus gemacht. Ja. Schön, vielen Dank. Ja, danke für den Besuch. Auch, ja. Bleiben Sie kurz noch bei uns. Das war's für heute. Das waren unsere kleinen Anregungen für Sie. Vielleicht haben Sie dann morgen ein interessantes Gespräch mit Freunden, Familien, Kollegen darüber. Danke fürs Zuschauen, eine gute Nacht. Danke an unser Rateteam. Bernhard Hoecker, Hubertus Meyer-Burker, Stefanie Stumpf und Vincent Weiß. Wir sagen gute Nacht, wünsche Ihnen morgen einen guten Start und eine schöne neue Woche. Bis kommenden Sonntag. Tschüss.